Hey zusammen, herzlich willkommen zum Motoblog. Wir sind heute auf der Ninja unterwegs und genießen einfach mal dieses unglaublich tolle Wetter. Wir haben 32, 34, zum Teil sogar 36 Grad. Macht extrem Laune, da unterwegs zu sein. Und da kann man die eine oder andere schlechte Nachricht vielleicht sogar fast mal für eine Zeit verdrängen. Okay, wem es zu warm ist zum Moped fahren, der möge dann bitte, keine Ahnung, am See rumliegen oder nichts machen oder keine Ahnung. Aber ich genieße das tolle Wetter. So, und Thema für heute ist eigentlich recht simpel. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, die Ninja vielleicht mal zu verkaufen und bin dabei ins Internet gestolpert, um mal zu schauen, wie die Motorräder aktuell so gehandelt werden und was es so für Anzeigen online einfach gibt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass so manche Annoncen sehr lieblos aussehen, also einfach so dahin geklatscht sind. Und ich kann das nicht ganz nachvollziehen, denn wenn ich eine Annonce mache, dann versuche ich, das Interesse potenzieller Käufer für mich und meine Anzeige halt zu gewinnen. Ne? Und das ist so in manchen Fällen halt nicht ganz der Fall. Und weiß ich nicht, vielleicht kann man es besser machen. Also entweder man hat da gar keinen Bock drauf und die Annonce einfach so hingeworfen, oder man wusste es nicht besser. Und in meinem Fall möchte ich jetzt einfach mal fünf ist immer eine schöne Handvoll, fünf Tipps geben, wie man eine Annonce vielleicht ein bisschen besser gestalten kann. Darum soll es in diesem Video gehen. Ich suche mir hier rechts jetzt eine entspannte, schattige Ecke und dann legen wir los. Du quälst dich in der Zeit durch mein hübsches Intro. Okay, wenn wir jetzt also unsere Mopete verkaufen wollen, fangen wir mal für uns ganz, ganz vorne bei unserem Gedanken an. Also als erstes sollten wir uns ein bisschen die Marktsituation im Ganzen ansehen. So ist es so, dass wir nicht nur die Saison in Betracht ziehen, also mit Saison meine ich, haben wir Anfang, Mitte oder Ende der Saison, oder ist denn die Motorradsaison vielleicht gar nicht mehr vorhanden, so Herbst, Winter. Das generiert einen Teil des Preises auf jeden Fall. Und zum anderen müssen wir schauen, wo der Marktpreis für unser Gerät aktuell liegt. So haben wir zum einen für uns natürlich das, was wir bezahlt haben und das, was wir gerne hätten. Und dann kommt da ins Spiel noch der aktuelle Marktpreis. Also wie werden die Dinge gehandelt? Ne? Wenn das jetzt sehr weit auseinanderklopft, dann werden wir unglücklich. Wenn das einigermaßen so in der Nähe ist, dann denke ich, kann man da ein gutes Angebot machen. Wichtig ist dabei, setzt du den Preis höher an, als der Markt ihn vorgibt, dann wirst du das Ding nicht los. Ist der Preis zu niedrig, machst du dich selbst traurig, bist das Ding dann aber ziemlich fix vom Hof. Ne? Du musst vielleicht ein bisschen abwägen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Das Angebot am Markt ist ziemlich wichtig, denn haben wir ein hohes Angebot und eine niedrige Nachfrage, dann haben wir einen niedrigen Preis. Ne? Denn alle versuchen jetzt, oder die angebotenen Maschinen sollen jetzt möglichst einen Käufer finden, und dann unterbieten sich die Verkäufer ziemlich schnell. Haben wir entgegengesetzt dazu ein niedriges Angebot, aber eine hohe Nachfrage, dann haben wir einen hohen Preis. Ne? Wenn ich jetzt eine Maschine davon habe, beispielsweise es gibt, warum auch immer, das Ding da in Weiß nur noch 30 Mal in Deutschland, und die Anfrage ist oder die Nachfrage ist hoch, weil viele das Ding unbedingt in Weiß haben wollen, dann kann ich einen höheren Preis verlangen, denn die Leute sind da, das Interesse ist da. Die Nachfrage kann sich ziemlich schnell ändern. So haben wir im Frühjahr eine viel höhere Nachfrage nach Motorrädern als zum Ende des Jahres, ne, was den Marktpreis dann wieder verändert. Zum anderen ist es so, dass wenn jetzt ein Nachfolgermodell auf den Markt geworfen wird, die Nachfrage nach dem Ding
sinken kann. Das heißt, es fällt auch der Preis, weil jetzt alle sagen, boah, oder viele sagen, Mensch, neues Modell, sieht schärfer aus, hat mehr Leistung und keine Ahnung, welche, irgendwelche technischen Spielereien. Und schon springen dir die potenziellen Käufer ab, wollen nicht mehr das Ding haben, sondern gehen auf das neue Gerät. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Oder bei Klassikern zum Beispiel eine Aussicht auf ein H-Kennzeichen. Es gibt Leute, die darauf scharf sind, ein H-Kennzeichen am Motorrad zu haben, beispielsweise so eine BMW R45 beispielsweise, die könnte ein H-Kennzeichen haben oder auch andere. Und das generiert dann auch wieder eine höhere Nachfrage und so entwickelt sich der Preis. Es wäre vielleicht ganz ratsam, wenn du da nicht nur eine punktuelle Aufnahme nimmst von dem Preis. So, ich gucke heute rein, es wird Betrag X, 6.000 Euro für meine Maschine geboten oder 2.000 Euro. Und das behalte ich dann fest im Kopf, sondern ich denke, es wäre nicht verkehrt, über einen längeren Zeitraum den Marktpreis so ein bisschen im Kopf zu behalten, im Blick zu behalten. Bei Tipp 2 möchte ich mal auf Fotos eingehen. Also ich habe Annoncen gesehen, da sind Fotos bei, mit denen kann ich persönlich ziemlich wenig anfangen, wenn ich mich für so ein Gerät interessiere. Gute Fotos sind Fotos, bei denen ich zum einen schon mal den Gesamteindruck erkennen kann und vielleicht auch mir vermittelt, wie das Ding gepflegt ist oder Details. Habe ich Kratzer, habe ich Abrieb, habe ich irgendwo, keine Ahnung, Beschädigungen, wie groß sind Beschädigungen und solche Sachen. Ne? Das Wichtigste ist eigentlich für mich, Fotos sollten das Interesse eines potenziellen Käufers wecken. Ne? Wenn ich ein Foto sehe, sollte ich als Käufer auf den Gedanken kommen, das Ding will ich haben. Und das spielt dir natürlich dann in dem Fall in die Karten. Schlechte Fotos hingegen sind im falschen Format, also beispielsweise also ein Motorrad Hochformat fotografiert, in der am besten noch vorne und hinten so ein paar Zentimeter fehlen, gehen absolut gar nicht. Oder auch im Dunkeln fotografiert oder in schlechter Auflösung als Screenshot gespeichert vom vorherigen Verkäufer oder sowas, geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Was für mich auch ein kleiner Fail ist, darf man das so sagen, sagt man in meinem Alter noch Fail, wenn ich das Motorrad gewaschen habe, sauber gemacht habe, dann mache ich das Foto ohne die Pfütze drunter. Denn ich habe das Gefühl, dass die Maschine nur gewaschen wurde, um dieses Foto zu machen. Weiß ich nicht, irgendwie hat das auf mich einen schlechten Eindruck. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was du davon hältst, ob dir das egal ist oder ob das Blödsinn ist oder ob ich damit richtig liege. Aber ich habe das Gefühl, sehe ich eine Pfütze unter dem Motorrad, dann habe ich das Gefühl, nur gewaschen, um dieses Foto zu machen. Kleiner Tipp am Rande noch. Instagram ist voll von ganz vielen tollen Filtern und Fotos von Motorrädern, aber ich denke, wenn du einen objektiven und seriösen Eindruck vermitteln möchtest, dann nutzt du diese Bilder am besten nicht. Ne? Es ist für dich und für Follower ganz, ganz toll, wenn da Lichteffekte drauf sind oder Farben verwischen oder so ein Schrissel-Effekt oder irgendwie sowas. Aber meiner persönlichen Meinung nach hat sowas in einer seriösen Anzeige wenig verloren. Kann jeder anders sehen, ist meine Meinung. Tipp 3 bezieht sich auf den Infotext unter der Anzeige oder in der Anzeige. So ein Infotext beantwortet die grundlegenden Fragen eines Interessenten und sollte objektiv und nach Möglichkeit ehrlich geschrieben sein. Na? Beschädigungen und Probleme sollten auf jeden Fall aufgeführt werden. Und ich denke mir, wenn in dem Infotext viele mögliche Fragen beantwortet sind, dann hast du am Telefon nachher nicht das Problem, dass du immer wieder dieselben Fragen beantworten musst. Ne? Du kannst natürlich einfach auf diesen Text verweisen und sagen, schön, dass du mich anrufst, lese den Text durch, dann ruf mich nochmal an. Ein guter Text beinhaltet beispielsweise folgende Punkte: den Hersteller, das Modell und das Modelljahr sowie Kilometerstand, den Servicestand und den allgemeinen Zustand. Die Geschichte des Motorrads rundet
das Ganze dann so ein bisschen ab. Also damit meine ich das Datum, vielleicht den Kilometerstand und die durchgeführte Reparatur. Denn es ist für den Käufer auch ziemlich interessant, also aus meiner Sicht, ich spreche immer so aus meiner Sicht, es ist für mich interessant zu wissen, wann wurde was gemacht. Und dann weiß ich, was kommt auf mich zu, was ist neu oder was kann demnächst anliegen. Ein schlechtes Beispiel wäre sowas wie mega krasse Ninja, Höchstgeschwindigkeit 260, Ausrufezeichen, am besten 3-4 Stück. Oft getestet, auch bei kaltem Motor, wunderbarer Durchzug. Instagram-König und Bienenmagnet oder so eine Scheiße. Beste Kawal wäre natürlich auch ein Highlight. Abschließender Tipp von mir, möchtest du einen Verkaufsgrund angeben, sei auf jeden Fall ehrlich. Denn wenn du schreibst, verkaufe das Ding, weil ich fahre eh nicht mehr, ne, hast aber auf dem Hof dann die neue Maschine schon stehen, während die alte abgeholt werden soll, macht das schon einen schlechten Eindruck. Und wenn ich da schon sehe, im Vorderrhein, du bist mir nicht ehrlich gegenüber, dann nehme ich dir den Rest auch nicht mehr ab. Wenn deine Annonce dann online ist, es gibt da ja die unterschiedlichsten Anbieter und Plattformen, auf denen man solche Dinger dann auf den Markt werfen kann, dann heißt es abwarten. Ne? Es muss nicht unbedingt sein, dass sich in den ersten Stunden einer findet. Es kann auch sein, dass 4 Wochen keiner da ist, der sich für deine Maschine interessiert. Es wird aber bestimmt jemand kommen. Und wenn nicht, könnte es daran liegen, dass du den, zum Beispiel den Marktpreis falsch eingeschätzt hast. Kommt es dann zu einer Kontaktaufnahme, auch wenn es zum 15. Mal dieselbe Frage ist, sei höflich. Na, für denjenigen, der dich anruft oder der dir eine Nachricht schreibt und diese Frage stellt, ist es das erste Mal. Nur für dich ist es das 15. Mal und du bist genervt. Na, es könnte dann vielleicht auch helfen, diese Information in diesen Anzeigentext zu integrieren, reinzuschreiben. Vielleicht sogar ganz oben zu platzieren, damit jeder das Ding auch liest. Na, dann könnte es sein, dass du diese Frage halt nicht mehr beantworten musst. Na? Dabei solltest du aber auch beachten, jeder möchte bei so einem Geschäft einen guten Deal machen. Jeder will einen guten Deal machen, jeder möchte mit einem guten Gefühl aus so einem Geschäft rausgehen. Das heißt, für dich, du hast einen guten Preis, der höher ist als das, was er geben will. Und der Käufer, der hat einen guten Preis. Das ist etwas, das unter dem angesiedelt ist, was du haben wolltest. Ne? Diesen Spielraum für Verhandlungen solltest du dir in deiner Preisvorstellung auch vielleicht von vornherein so ein bisschen einbeziehen oder einberechnen. Mal angenommen, es hat sich jetzt einer gemeldet, sein Interesse ist da und ihr habt euch dazu verabredet, an einem Tag zu einer Uhrzeit einen Besichtigungstermin abzuhalten. Jetzt wäre es vielleicht nicht schlecht, und damit mein Tipp 4, dass du die Maschine so ein bisschen vorbereitest. Ne? Da steht für mich ganz oben Waschen. Also du solltest die Maschine sauber haben, denke ich. Denn eine saubere Maschine macht einen wertigen und gepflegteren Eindruck. Und so ist es auch, wenn du die Maschine wäschst, siehst du. Das heißt, du hast überall nochmal deine Hand dran, siehst, ob Teile gebrochen sind, ob eine Schraube locker ist oder irgendwo Flüssigkeit austritt oder sowas. Das solltest du auf jeden Fall tun. Zudem kontrolliere die Flüssigkeiten. Kühlwasserstand, also Kühlflüssigkeitsstand, wenn vorhanden, oder auch den Ölstand. Ne? Bremsflüssigkeit wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also wenn du siehst, dass der Behälter leer ist, so kümmere dich darum, bevor der mögliche Käufer eintritt. Auch auf Reifen und Antrieb, so Kette oder Kettenrad, könntest du noch mal einen Blick werfen. Auf Fremdkörperbeschädigungen oder auch Abnutzungen so ein bisschen achten. Sollte Handlungsbedarf bestehen, handle gleich, bevor, wie gesagt, der Käufer da ist. Tipp 5. Bereite nicht nur die Maschine, sondern auch dich auf das Gespräch vor. Damit meine ich nicht, dass du dich besonders hübsch machst und frisch rasierst, sondern du solltest einige Informationen über deine Maschine so ein bisschen im Kopf haben. Lerne den ganzen Kram nicht auswendig. Du kannst nicht alles wissen. Alles das, was du nicht weißt, kannst du in Papieren nachsehen, beispielsweise im Checkheft, wann wurde Ölwechsel durchgeführt, wann hat es Service gekriegt oder solche Sachen.
Rechnungen belegen, wie alt sind Reifen, wie alt sind Ersatzteile oder solche Sachen oder wann wurde die neue Gabel eingebaut oder solche Sachen. Ne? Also wenn du Dinge belegen kannst oder eine Geschichte aufführen kannst, beleg sie ruhig, ne? Leg alles auf den Tisch. Das macht das Verhandlungsgespräch wesentlich einfacher. Tipp am Rande vielleicht noch, wenn du einen guten Eindruck machen möchtest, wenn der potenzielle Käufer da ist, dann ziehst du diese Maschine nicht erst mit ihm aus dem Schuppen und musst vielleicht noch Rasenmäher oder sonst irgendwas davor wegzerren, sondern stellst die Maschine kurz vor eurem Termin auf den Hof. Das hilft dir nicht nur nochmal einen Blick darauf zu werfen, sondern auch dem Käufer, denn der ist ja auf der Suche nach deinem Haus und wenn er auf dem Hof die Maschine sieht, macht es ihm das Ganze so ein bisschen einfacher. Was ich dir aber auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist, sei bitte von Anfang bis Ende ehrlich. Also vom Schreiben der Annonce bis zum Verkaufsgespräch ehrlich bleiben. Denn es macht absolut keinen Sinn, irgendwelche Beschädigungen, Unfälle oder sonst irgendwas zu vertuschen oder zu verneinen. Denn es kommt ohnehin raus. Und wenn ich auf den Hof komme, eine vermeintlich unfallfreie Maschine angeboten bekomme, sehe dann aber an potenziellen Stellen, dass die Maschine lag, werde ich dir von da an schon gar nichts mehr glauben. Du kannst mir danach erzählen, was du möchtest. Ich glaube es dir nicht, denn ich sehe, da warst du nicht ehrlich. Warum solltest du im weiteren Verlauf plötzlich doch ehrlich sein? Also eine gewisse Vertrauensbasis muss schon existieren, sonst kannst du nicht handeln. Boah, der Asphalt brennt. Das ist so unfassbar warm. Ich kann mich nicht auf den Asphalt setzen, sonst brennt mir der Arsch weg. Ich habe jetzt meine Jacke unter mich gelegt. Das ist der Hammer hier. Und ich schwitze. Seitdem ich mich hierher gesetzt habe, schwitze ich. Hast du mit Sicherheit schon gesehen. Okay, so, das war's von meiner Seite aus. Wenn du noch was hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn du mir irgendwas abseits mitteilen möchtest, kannst du mir eine Nachricht über Instagram schreiben. Den Link findest du, glaube ich, hier unten dann in dem Abspann. Du weißt, was ich meine, ne? Wenn du magst, hinterlass mir gerne ein Abo. Dann findest du mich in den Weiten des YouTube-Universums wieder. Aktivierst du dazu die Glocke, bekommst du eine Benachrichtigung, wenn sich hier wieder was Neues tut. Wir sind mit diesem Thema auch schon wieder durch. Okay, ich freue mich, wie gesagt, auf eure Beiträge. Danke für die Aufmerksamkeit. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.